Ja, wir kommen jetzt zu einer Übergabe an die Tafel. Zuerst einmal, was ist die Tafel? Die Tafel ist eine Institution vom Roten Kreuz, geht das aus. Wir versorgen bedürftige Familien mit Lebensmitteln, die sie bei uns gratis bekommen. Wir holen das ein am Samstag immer von den Supermärkten und von den Bauern, die uns Verschiedenes spenden. Das wird dann bei uns also sozusagen aufbereitet und an die bedürftigen Familien weitergegeben. Ganz eine wichtige, tolle Sache, vor allem gerade in Zeiten wie diesen wird es immer wichtiger. Ne? Ja, das stimmt. Also der Zulauf ist doch sehr extrem und es werden halt immer mehr. Und wir suchen natürlich auch immer wieder freiwillige Mitarbeiter, das ist eh ganz klar, weil wir sind alle ehrenamtlich unterwegs und opfern unsere Freizeit eben dafür, was wir auch gerne tun, aber es werden natürlich auch immer wieder Mitarbeiter gesucht. Also unbedingt bei mir melden, wenn sich jemand bereit dazu erklärt, am Samstag hin und wieder mal mitzuhelfen. Und wenn wir natürlich dann auch noch Geldspenden bekommen, ist das überhaupt super. Das war jetzt ein Schlagwort, Geldspende. Ja, also wir haben bei uns in der Fraktion, wie eigentlich immer, wenn wir gefragt werden, in die Portokasse gegriffen. Und auch dieses Mal haben wir zusammengelegt für die gute Sache. Wir machen, wie gesagt, nicht nur die Palatschinken für die Kinder, nein, auch alle anderen sind uns wichtig. Und so dürfen die Frau Bürgermeisterin und ich im Namen unserer Fraktion, der SPÖ 2301, wieder einmal mit 500 Euro unter die Arme greifen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Persönlich kenne ich die Hanni ja schon ewig und sie weiß einfach, wo sie hinkommen muss, wo sie Unterstützung kriegt. Genau. Und bei uns rennt sie offene Türen ein. Und wir sehen sie ja immer wieder auch bei den Supermärkten. Ja. Ja. Wie, gerne. Eine wichtige Sache. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, es braucht verschiedene Schienen. Es braucht die eine Schiene, dass es sagt, die Menschen können sich selbst ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber es braucht dann natürlich auch für die einen oder anderen, wo es ein bisschen schwierig ist oder wo man vielleicht ein bisschen aus der Bahn geworfen wird, ebenso Institutionen wie die Tafel, die dann unterstützt und einfach da ist und unter die Arme greift. Und da sind wir natürlich immer dabei und unterstützen auch immer gerne. Vor allem, es ist auch schön, wenn Lebensmittel dann doch einer Verwendung zugeführt werden und nicht irgendwo dann weggeschmissen werden. Tolle Sache, wünschen viel Erfolg. Ja, und dass es vielleicht eines Tages nicht mehr notwendig ist. Genau. Ja, das wünschen wir uns. Ja, genau. Ja, das würden wir uns wünschen.